Mittlerweile kann sie wieder lachen. Ende Februar war das noch anders. Bei der Weltcup-Abfahrt im französischen Grand-Montana stürzt die Oberösterreicherin Elisabeth Reisinger so schwer, dass sie sich das Kreuzband reißt. Und das genau am Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Der Weg zurück ist hart. Seit Monaten läuft dafür die Reha. Im Moment geht es mir eigentlich sehr gut. Also die Reha verläuft gut. Wir haben in dem Plan, was wir eigentlich vor der Reha oder beim Start der Reha geplant haben. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht und dann ist das Skifahren jetzt nicht mehr so weit weg. Die nächsten Schritte sind jetzt auf jeden Fall nur das Konditionstraining verstärken, intensivieren, dass ich da einfach wieder auf dem Stand bin, wo ich vorher war. Und ja, ich hoffe, dass ich 2020 noch auf die Ski kann. Bis sie also auf Skiern steht, dauert es noch. Aktuell steht sie vor der Kamera, denn Elisabeth Reisinger wird das neue Werbegesicht von der Peilsteiner Fliesenfirma Keramo. Genau jene Gemeinde im Mühlviertel, aus der sie auch stammt. Ich habe am Skilift in Peilstein meine ersten Schwünge gemacht, habe dort auch das Skifahren gelernt. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Jugend da verbracht. Nach der Volksschule haben wir da eigentlich immer Zeit verbracht, wenn Schnee dort war. Und ja, ich glaube, dass das so der erste Schritt in meine Profikarriere war, würde ich sagen. So, ich muss mal schauen, wo wir eingehen. Jetzt fahren wir 4 Ritzen. Das Schöne ist, die ist aus Peilstein, wo unsere Zentrale ist. Die Elisabeth kennen wir schon lang eigentlich. Die ist im Fußballverein auch dabei. Und ja, das ist für uns eigentlich das Thema gewesen, dass wir gleich gesagt haben, das ist wieder eine coole Geschichte mit der Elisabeth. Normalerweise rast die 24-jährige Mühlviertlerin mit bis zu 130 km/h die Pisten runter. Heute ist das Setting ein anderes. Matratze, Küche oder Fitnessraum, Fotoshooting auf den Keramo-Fliesen. Spaß macht es auf jeden Fall mit den Leuten, die da dabei sind. Es ist doch sehr lustig, wenn das Fotoshooting jetzt anders ist, auch, dass man einfach vor jedem Foto anders gestylt wird und hergerichtet wird. Das ist ja bei uns eigentlich vor jedem Lauf nicht, sondern das ist immer das gleiche Outfit und die gleiche Frisur, sage ich mal, unter dem Helm. Aber ja, ist was anderes, aber trotzdem sehr cool. Beide Schnitzel. Genau. Es ist lustig, es ist einmal was anderes zum Alltag. Es taugt, glaube ich, alle voll, es lachen alle und das ist eigentlich auch das, was die Elisabeth ausmacht. Sie ist immer für jeden Spaß zum haben und das passt einfach gut. Gut sind auch die sportlichen Fortschritte von Elisabeth Reisinger. In ihrer Verletzungssaison war sie sogar die punktestärkste Speedfahrerin im ÖSV-Damenteam, also die schnellste Frau Österreichs. Und genau da will sie auch wieder hin, zurück in die Top 10 und dann vielleicht einmal ganz oben stehen am Weltcup-Treppchen. Bitte,